Ich bin Sebi, Bassist bei Casala und spiele meistens meinen Music Man 5-Seiter. Den habe ich seit fast 10 Jahren. Was man auch sieht an den ganzen Schrammen hier, was der schon alles mitgemacht hat. Aber das schweißt natürlich zusammen, wenn man halt viel erlebt hat zusammen. Der hat mich bisher auch nie so richtig im Stich gelassen. Der funktioniert einfach immer. Genau, und wir haben hier im Karneval, also wenn wir im Karneval unterwegs sind, muss ja alles sehr, sehr fix gehen. Und ich spiele eigentlich total gerne mit Effekten, beziehungsweise mit Zerren, mit Preamps, Synthi-Sachen und so. Damit habe ich immer gerne probiert. Nur konnte ich nicht alles mitnehmen, weil es zu schwer ist. Ich habe ein Board, das ist etwa 4-mal so groß wie das, was jetzt hier steht, wo alles irgendwie so schön zusammengeschraubt ist. Aber das haben wir letztes Jahr probiert mitzunehmen in den Karneval, war aber nicht handelbar, weil es einfach zu schwer ist, um das in dieser kurzen Zeit auf die Bühne zu tragen. Dementsprechend habe ich jetzt ein bisschen abgespeckt. Ich habe hier einen Sender, der schickt mein Signal da rein, dass ich über Funke spielen kann, dann kann ich über die Bühne rennen und dann habe ich im Prinzip nichts Besonderes drin, einfach nur ein Stimmgerät, was mir total wichtig ist auf der Bühne. Ist ja nicht bei jedem so. Bei den Gitarristen zum Beispiel. Genau, ein Octaver, den ich ab und zu nutze für bestimmte Liedstellen, zum Beispiel bei Pirate. Und eine DI-Box, eine ganz normale passive DI-Box, wo das Signal durchgeht. Und hier, das ist die Stromversorgung fürs Board. Ich würde gerne viel mehr mitnehmen, aber leider ist kein Platz da. Und eigentlich ist es letztendlich im Karneval auch so, dass eine Summe, dass eigentlich immer nur eine Summe quasi nach vorne auf die Hausanlage, auf die Haus-PA gegeben wird, um das alles ganz fix zu machen. Das heißt, es werden keine Einzelsignale durchgegeben. Und dementsprechend wird man die meisten Sachen, die ich hier auf einem Board mache, auch nur bedingt hören, weil die Soundqualität dann nicht so gut ist wie bei Einzelsignalen, die abgegeben werden können. Da kann man das besser featuren. Insofern specke ich ein bisschen ab und komme auch sehr gut so durch die Session.